sieht immer gut aus und du siehst immer gut aus. Schmeichelst mir. Du schmeichelst mir, Chad. Ihr doch auch. Ihr Sexbanausen. Ich muss immer wieder lachen. Diese Situation, wo Daniel einfach da reinkam, wo wir diese Präsentation geguckt haben. Wo er gesagt hat, ihr na, ihr Sexbanausen. Melina, danke schön für 100 Bits. Dankeschön. Okay, also Chats, reinlunzen, es geht los. Na, ihr Sexbanausen. Das war so geil. Fall of Porcupine setzt sich mit einem Gesundheitssystem auseinander. Es kommen Handlungen vor, die unter anderem Stress, Krankheit, Tod und Selbstzweifel behandeln. Bitte unterbrich das Spiel, wenn du dich unwohl fühlst und kontaktiere eventuell deine Familie, Freunde oder eine professionelle Anlaufstelle, um Unterstützung zu bekommen. Yo. Panda, mach's dir gemütlich, pass auf dich auf. Okay, okay. Bin mal gespannt, ob da ja jetzt auch irgendwas bei ist oder sowas, was bei mir ein Triggerpunkt sein könnte. Ist bei mir mega weird zurzeit. Ich habe das Gefühl, es gibt Triggerpunkte, aber ich kenne sie noch nicht. Aber eine süße Warnung. Ja. Wir fühlen uns nur wegen der Auflösung unwohl. CB, du nicht, ich. Die Sache ist, ihr seht den Unterschied auch gar nicht, weil ihr halt über Twitch guckt. Ich sehe es auf meinem Monitor und es ist nicht die richtige Auflösung. Ich sehe das ja. Ihr seht das nicht. Greenstay, dankeschön für dein Follow und Melina nochmal mit den 100 Bits. Dankeschön. Doch, wir sehen alles. Oh, das ist aber ein süßer Ladebildschirm. Nein, tut die nicht. Popcorn, danke schön für die Subarbeit. Erweiterung, dankeschön. Danke, danke. Kann ich mich bewegen? Finley ist zurück, Chat. Wow. Okay, alles ist dunkel. Wo sind wir? Lu, schlaf gut, pass auf dich auf und Chris, schlaf schön. Ich schaue mir auf jeden Fall das VOD an, ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Okay, es scheint ein sonniger Tag zu sein. Oh, ich glaube, wir sind krass auf Drogen oder so. Ich glaube... Nele, danke schön für dein Follow und Mi auch noch mit einem Sub. Dankeschön, Mi, danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Umarmung geht raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dass du ein schönes Wochenende hast. Finley guckt immer, wie ich gucke eigentlich, wenn ich aufstehe. Oder generell eigentlich den ganzen Tag. Okay, da ist eine Blume, die mit uns redet. Hey Finley, schön, dass du endlich da bist. Wobei, hey Finley, schön, dass du da bist. Warum brauchen wir so eine Hai-Stimme eigentlich? Okay. Was schaust du denn so betröppelt? Nichts. Ich habe nicht erwartet, meine Zimmerpflanze hier zu treffen. Wen hättest du denn... Warte mal, wir brauchen so eine Käferstimme eigentlich, ne? Wen hättest du denn erwartet? Vielleicht deine Waschmaschine oder so? Mein Topf vibriert übrigens immer ganz schön, wenn du den Schleudergang anschmeißt. Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich etwas suche. Ach so? Und was suchst du? Ich habe keine Ahnung, aber es war wichtig. Und ich glaube, ich habe es verloren. Na, wenn du es nicht mehr weißt, dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Das kann bestimmt warten, Kumpel. Meinst du? Ja, klaro. Komm, entspann dich erstmal. Schau dir doch diese Wiese an. Das saftige Gras, die helle, warme Sonne und diese beruhigende Musik. Ich höre gar keine Musik. Wie kann man sich da Sorgen machen? Ja, die Sonne tut echt gut. Aber welche Musik meinst du? Ach so, Moment kurz. Es ist sehr leise. Hä? So besser? Ja, das gefällt mir.
Perfekto. Lass deine Blätter einfach mal baumeln, Alter. Lass deine Sorgen Sorgen sein. Ja, das sollte ich tun. Ich sollte mich ein bisschen entspannen. Tipptopp, das will ich hören. Wenn man etwas verliert, taucht es irgendwann wieder auf. Also such dir einen gemütlichen Platz. Nimm dir, was du brauchst. Das mache ich vielleicht. Ich schaue mich mal ein wenig um. Es ist so schön hier, da will ich mir meinen Platz gut aussuchen. Dir steht alles offen. Hauptsache, du kommst ein bisschen runter. Hau rein, Finno! Warte, Chat, kurz in die Einstellung. Ich glaube, jetzt ist die Musik zu leise, oder? Ich glaube, so vielleicht. Okay, dann lass uns diese tolle Wiese erkunden. Okay, Mann. Bäume sollten so aussehen wie im Hintergrund. Es sieht mega süß aus. Okay, guck mal. Kommt die immer wieder? Alter, die coole Pflanze. Holy shit. Die raucht bestimmt Brokkoli. Ah, nee, warte mal, Chat. Nee, noch ein bisschen lauter. Warum ist im Menü immer die Musik so laut und im Spiel dann nicht? Okay, was passiert hier? X. Oh nein, das ist das Xbox-Layout. Ach du Scheiße, das heißt, Tasten sind nicht die Tasten, die da stehen. Das ist also Viereck. Oh Gott. Hallöchen, Kumpel. So sehen wir uns also wieder. Wie läuft's mit der Entspannung? Und hast du die Person gefunden, nach der du gesucht hast? Läuft ganz gut. Es ist echt schön, hier zu sein. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Person? Ja, es ist ganz schön. Warte mal, welche Person? Person? Was? Ach, gar nichts. Alles ist tippitoppi. Wir haben doch alle eine gute Zeit hier, habe ich recht? Und? Was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht. Wer ist denn der große Bursche neben dir? Was? Ach, der! Das ist Hugo! Wir waren zusammen auf der Uni. Man kann super auf ihm herumklettern. Habe ich früher andauernd gemacht. Seitdem ich aber mal Blattläuse hatte, lässt er mich nicht mehr. Willst du es mal versuchen? Ja, klar, warum nicht? Aber ich glaube, ich komme an der riesigen Blüte nicht vorbei. Warte, das haben wir gleich. Oh, was passiert hier? Raoul, danke schön für dein Follow, Mann. Dankeschön. Oder Raoul, danke dir. Spielst du schon länger? Gerade erst angefangen. Siehst du? Gar kein Thema, Mann. Okay. Kein Thema, sagst du? Der ganze Boden hat gebebt. Hugo ist ziemlich kitzlig. Sei also vorsichtig, wenn du auf ihm herumkletterst und brich ihm keine Blätter ab. Er bildet sich viel auf sein Blattwerk ein, du, weißt du? Okay, Hugo bildet sich also sehr viel ein. Okay, kann ich da hoch dann? Ah. A. Okay, was ist jetzt A hier auf der... Also ist es einfach springen? Hallo? Muss ich da... Was ist jetzt hier A? Ist A einfach springen auf X? So, vielleicht ist es einfach nur so... Okay, nee, okay, ich glaube, es ist damit ist einfach nur springen gemeint. So. Ab geht's nach oben. Ich sag euch ganz ehrlich, ne, ich habe mir ja vieles vorgestellt, wie das Spiel anfangen könnte, ne, aber, also... Hiermit nicht. Hiermit nicht. Hey, ho, Finster. Hier oben. Huch, wie bist du denn da hochgekommen? Ich kann viele Dinge. Ich darf ja nicht mehr klettern, da musste ich mir eine andere Lösung überlegen. Was hast du so vor? Er ist einfach hochgeschwebt. Ich bin auch unsicher, vielleicht will ich ins Wasser springen. Echt? Ich dachte, wir bleiben entspannt. Außerdem sieht das ordentlich tief aus. Ich glaube schon, ja. Vielleicht ist das, was ich suche da unten. Ich will nur mal gucken. Na, wie du meinst, Partner Rino. Ich bin ja eher der Typ Halbschatten und ich neige zu Überwässern. Feigling. Okay, warte mal. Ich muss da jetzt einfach runterspringen, oder was? Ey, guck mal, Chat. Finley ist bei euch. Er ist einfach ein Chatmitglied hier. Er ist bei euch. Okay, ich glaube, wir müssen da einfach runterspringen. Tschüss. Oh, shit. Junge, was passiert hier? Was ist hier los? Hallo, Mr. Pflanze.
Du bist ja doch hier. Klar, ich lass mir den Spaß doch nicht entgehen, Alter. Frierst du etwa? Ich werde mich erkälten. Da musst du mich pflegen. Für mich einkaufen. Meine Steuern machen. Das Wasser ist doch super angenehm. Ich weiß nicht, was du hast. Nein. Ich mag kein Wasser. Oh, das bin ich. Heißt, was soll... Was heißt das? Ich soll aufhören, dich zu gießen? Das ist was anderes. Das kannst du nicht verstehen. Blumenangelegenheit. Können wir vielleicht trotzdem hier raus? Okay, okay. Was zur Hölle passiert hier? Frank, einen wunderschönen Abend. Das ist doch die Statue vom Marktplatz. Bist du für das Wasser hier verantwortlich? Kannst du mich verstehen? Ich suche etwas. Hast du es vielleicht gesehen? Keine Reaktion. Wie unhöflich. Alter, warum redet die Statue nicht mit mir? Wie ehrenlos. Kiki, pass auf dich auf. Lilith, einen wunderschönen Abend. Jurassic Park Werbung. Boah, 10 von 10. Alter, Chat, wir waren heute auf einer riesen Wiese. Wir waren unter Wasser und jetzt sind wir am Strand. Wir haben halt so viel erlebt schon zusammen. Die Pflanze erinnert mich irgendwie an die Schildkröte von Nemo. Finn, Meister, da bist du ja endlich. Oh, wo hast du so lange gesteckt? Dir scheint es wieder besser zu gehen. Wie kann es einem Strand schlecht gehen? Dieser Moment, wenn das überschüssige Wasser verschwindet, in dem langsam die erste Photosynthese einsetzt, es gibt nichts Besseres. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Vergesse alles um mich herum. Ich kann mich gerade kaum an deinen Namen erinnern. Finley, du wohnst bei mir. Pina hat mir dich geschenkt, du bist aus ihrem Blumenladen. Finley, Fonley, Dongley, Dingley? Mir ist gerade alles egal. Ach ja. Der Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Warst du schon mal hier? Vielleicht, aber nicht so. Du hast echt komische Gedanken, Mann. Hast du denn inzwischen gefunden, was du suchst? Nö. Aber ich glaube, ich suche gar nicht etwas. Ich suche jemanden. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast jemanden gefunden. Deinen allerbesten Blumenkumpel. Und jetzt schnapp dir einen Drink und leg dich an den Strand. Oder in den Sand. Wir hatten schon lange keinen Urlaub mehr. Ich komme gleich. Vielleicht finde ich die Person ja hier am Strand. Hol dir aber keinen Sonnenbrand, yo. Ich bin schließlich keine Aloe Vera. Okay. Er ist halt keine Aloe Vera. Wie geht's deinem neuen Tattoo? Mein Tattoo geht's gut. Das war halt sehr gut bis jetzt zum Glück. Okay, suchen wir also weiter. Boah, hier wurde aber kräftig gebaut. Holy shit. Boah, diese Geräusche. Das hört sich an wie Urlaub. Ist das der Himmel? Emily, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ingrid, schön Sie hier zu sehen. Holy shit, jetzt ist die Musik wieder laut. Wissen Sie vielleicht, wo... Herr Anders ist? Herr Anders, ich habe Herr Anders gesucht. Er ist Patient bei uns. Und er war verschwunden. Indeed, Ingrid. Oh nein! Nicht Indeed, Ingrid. Dude, hab einen schönen Abend und pass auf dich auf. Es ist nicht die Indeed, Ingrid. Ich bin mit dem Aufzug gefahren und irgendetwas ist schiefgegangen. Ich muss Herrn Anders finden. Warte mal, Chat. Ist das jetzt gerade die Sequenz, nachdem im Prolog wir was gegen den Kopf bekommen haben? Bro, warum ist die Musik so laut? Hey, hallo? Ich mache Musik auf 0 und sie ist noch an. Oder, ach, das sind Geräusche, das ist keine Musik. Ich dachte, das zählt zur Musik. Junge, was passiert hier? Ist das die Demo oder ist das komplette Spiel?
Ich muss Herrn Anders finden. Sonst stößt ihm noch etwas zu. Sorry, Ingrid. Sie wissen, wie sehr ich unsere Gespräche genieße, aber ich habe das Gefühl, dass Herrn Anders etwas zugestoßen ist. Wir sehen uns bestimmt später. Ey, ich glaube, das ist nach dem Prolog. Kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nachdem wir diesen... Wir haben doch irgendwas gegen den Kopf bekommen oder so im Prolog, den wir gespielt hatten. Und dann war das Spiel doch zu Ende. Vielleicht knüpft das Spiel jetzt genau da an. Es sieht sehr danach aus. Ich habe die Demo nicht gesehen. Ist das für ein Verständnis ein Problem? Eigentlich nicht, nein. Herrn Andes muss doch irgendwo hier sein. Hallo, Herrn Andes, hören Sie mich? Okay, jetzt ist wieder zu leise. Okay. Wir müssen Herrn Andes suchen. Wo ist Herrn Andes? Ich glaube, viele Leute, die das Spiel noch nie gesehen haben, die werden jetzt etwas verwirrt sein. Ich bin auch verwirrt, trotz obwohl ich das Prolog gespielt habe mit meinem Chat. Aber ich denke, das wird sich noch alles erklären. So, wir sind übrigens jetzt wieder im Krankenhaus. Und hier, glaube ich, war irgendwo die Stelle, wo wir plötzlich was gegen den Kopf bekommen haben, meine ich. Ich glaube, hier irgendwo war... Hier ist Blut. 503, 504. Okay, ich kann aber nicht reingehen. Hallo? Ist da jemand? Auf dem alten Krankenhausbett stehen Kartons voller Dokumente und Ordner. Komische Wahl für ein Büro, aber jeder hat seinen eigenen Einrichtungsstil. Das Bett sieht fast wie ein richtiger Schreibtisch aus. Vielleicht sollte ich... Kommt aus der Ecke. Da hinten ist jemand. Herr Anders, sind Sie es? Herrn Andes? Hallo? Herrn Andes, sind Sie es etwa? Hallo? Oh nein, hier ist noch mehr Blut. Herrn Andes? Okay. Da ist Blut. Es ist noch frisch. Das Blut ist noch frisch. Hier hat das Spiel, glaube ich, aufgehört. Das Prolog. Oder der Prolog. Herr Andes, Sie bluten. Bewegen Sie sich nicht. Was? Wer sind Sie? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich werde Ihnen helfen. Ist da jemand? Wir brauchen hier Hilfe. Hallo? Da war der Prolog zu Ende, den wir gespielt hatten. Yoshi macht alles kaputt, Schnauze. Anruf. Guten Morgen, es ist ein Wecker. Ach du Scheiße, Schnauze-Wecker. Ursula-Aufgaben. Warte mal, achso, das ist das Krankenhaus, ne? St. Ursula. Ursula! Nachrichten. Mia. Mia hat geschrieben. Okay, was hat Mia geschrieben? Guten Morgen. Hoffe, du bist wieder fit. Freue mich, dass du wieder zur Arbeit kommst heute. Vielleicht schaffen wir es ja mal zu quatschen. Dann musst du mir ganz in Ruhe erzählen, was da passiert ist. Wir haben ein übertrieben geiles Smartphone, ja. Wie süß. Okay. Vom Blümchenspiel zum Horrorgame. Es ist eine Mischung irgendwie aus gefühlt allem. Oh Mann, schon wieder so ein Traum. Ich bin richtig matschig, fühlt sich an, als hätte ich gar nicht geschlafen. Wenn das so weitergeht, bleibe ich einfach wach. Oh, wie süß wir da liegen in unserem Bettchen. Uff. Uff. Okay, hilft ja nichts. Aufstehen. Okay, Chat, Morgenroutine einer Taube. Du hast also ein iPhone? Ja, sowas in der Richtung. War es ein Traum? Aus dem Albtraum erwacht, Errungenschaft bekommen. Okay, alles klar. Ach, guck mal, da ist die Pflanze. Da bist du ja. Du stehst ja einfach so in deinem Topf, als sei nichts gewesen. Ich hatte eine ganz schön unruhige Nacht wegen dir. Aber du hast gut lachen, du musst ja nicht zur Arbeit. Wenn ich heute Abend
Wenn ich heute Abend Strandsand in deinem Topf finde, gibt's Ärger. Süß. Okay, wir haben einen Fernseher. Ist es ein Fernseher oder ist es ein Monitor? Das ist ein Fernseher wahrscheinlich, ne? Weil daneben ist so ein Laptop oder so. Und da sind wir wieder. Simscoot, die Abo-Falle hat zugeschnappt. Kleiner als drei. Hoffe, dir geht es gut. Mulm, Charlotte, Mulm, L. Larissa, ich danke dir von Herzen für die 14 Monate. Ich bin dir ganz ehrlich, ich bin mega durch heute. Es war ein ganz komischer Tag. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach mega durch. Ich danke dir von Herzen für die 14 Monate. Dankeschön für die Abo-Falle. Fühl dich umarmt. Während der Uni habe ich mit meiner Mitbewohnerin jeden Abend gespielt. In den 1 gegen 1 Wikinger-Kämpfen hat sie mich immer fertig gemacht. Ich dachte, ich kann mir ein paar Zockabende gönnen nach der Arbeit. Pustekuchen. Bisher ist die Kiste ausgeblieben. Oh mein Gott. Chat, das Arbeitsleben kickt mal auf dem ehrenlosen Level rein. Oh mein Gott. Okay, wir haben eine Mini-Küche. Okay, wir leben irgendwie sehr... Okay, so schnell würde ich mich auch gerne an- und ausziehen können. Cool, wir sehen richtig stylisch aus. So, gibt's irgendwelche Termine heute oder so? Ich habe einen Haufen Post bekommen, als ich hier eingezogen bin. Porcupine ist nicht groß, trotzdem war es irgendwie nett. Busfahrplan, Kulturbroschüre und ein Probeabo der Tageszeitung. Vielleicht werde ich ja mal zu einem Zeitungsleser. Dann kaufe ich mir so eine Brille, wie Ingrid sie hat. Ja, Mann, wir brauchen eine Brille, safe. Larissa, ganz viel Liebe an dich. Dankeschön. Wirklich sehr, sehr lieb. Danke, danke. Aber nochmal, kann ich nochmal reingehen? Oh, guck mal, wie süß. Die sind draußen. Cool. Okay, welche Richtung geht's wohl zur Arbeit? Ey, Bro. Fahrrad? Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Also entweder wurde es hier vergessen oder hier ist gerade keine Fahrradsaison. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpäppeln. Das ist süß, Mann. Okay, Chat, ich hoffe, der Ton ist der Ton so okay bis jetzt? Ich glaube, jetzt gerade sind die Geräusche halt sehr leise. Ich glaube, es ist eine ganz leise Hintergrundmusik dabei. Manche haben eine Bäckerei in Laufweite oder einen Supermarkt. Ich habe einen Altkleidercontainer. Das ist doch auch praktisch. Man kennt es. Ich mag die Feder auf dem Kopf von Finley. Ja, generell irgendwie, ich liebe diesen Artstyle. Das ist so süß gemacht, ne? Macht die Musik vielleicht ein bisschen lauter. Ja, Problem ist halt echt, die Musik ist nicht gut gesampled oder wie man das nennt, ne? Weil die ist mal laut, mal leise. Ich mach sie einfach mal genauso laut wie die Soundeffekte. Oh, guck mal, ich kann sogar da oben laufen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie irgendwo spazieren seid oder so und dann ist da eine Mauer und ihr müsst auf diese Mauer drauf gehen, weil eigentlich halt alles andere wäre Psychopathen-Move. Ihr müsst da drauf gehen. Irgendwie schön, wie die Züge in die Ferne fahren oder in der Ferne fahren. Ich bekomme immer selbst Fernweh, wenn ich einen Zug sehe. Immer auf der Mauer laufen, true. Muss sein. Okay, hier kommen wir nicht weiter. So, wir müssen hier runter wahrscheinlich. Ich glaube aber, wir sind hier falsch, aber ist egal. Uff, da kommt ein fieser Geruch raus. Entweder steht dort schon seit Jahren das Wasser oder hier wohnt ein Gruselclown mit extrem starkem Mundgeruch. Hier scheint jemand eine Angelstelle aufgebaut zu haben. Auf dem Campingstuhl liegt ein Zettel. Liebe Lesenden, Zeit und Ort sind zwei lose Fäden, die nicht immer zusammenfinden. Manche mögen es Schicksal nennen, ich nenne es Chaos. Ordnung, Leben. Und du, wie du gerade diese Notiz wahrnimmst, bist ein Teil davon. Schätze dich glücklich. Aber wehe, du setzt dich auf meinen Stuhl. Ich merke es sofort, wenn du dich auf meinen Platz setzt. Groß F. Oh, das ist Frank aus dem Chat. Hm, scheinbar ist hier schon reserviert. Oh Mann, ich hätte mich so gerne draufgesetzt und geguckt, was passiert. Wie süß. Auf der Mauer, so wie sich das gehört. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Egal. Eigentlich war es klar, ich bin extra nach links gegangen. Das war ich heute auch. Und eine Freundin erzählte mir, dass manche ihre kleinen Kinder in den Altcontainer stecken, damit die Sachen nehmen und dann nicht mehr rauskommen und gerettet werden müssen. What the fuck? Zibi, es gibt's ganz komische... Mist, ich hab's extra mit F abgekürzt. Frank, du kannst dich nicht verstecken von mir. Wirklich. Was wäre passiert, hätte ich mich da drauf gesetzt, Frank? Ja, sei ehrlich. Blitz, wäre der Blitz eingeschlagen oder so bei mir? Wie die Deutschen im Urlaub mit dem Handtuch auf der Liege. True. Oh, wen haben wir denn da? Ist das der Postbote? Oder Postbotin? Guten Morgen, Finley. Spät dran. Hey, Susi. Oh, ist eine Frau. Ja, hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ah ja, sowas kenne ich. Ich träume in der Regel gar nichts.
Manchmal träume ich aber, dass ich laufe, einfach so auf der Stelle. Kommt bestimmt von der Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Culbert auch gerade schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viel Briefpapier wie früher. Ich meine, mir soll's recht sein, da habe ich weniger zu schleppen. Bist du denn schon auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zum Mittag essen soll. Zum Mittag? Du hast echt einen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte das aber jetzt mal tun. Lass dich nicht aufhalten, verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt wie ich. Süß. Briefträger. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Briefträger irgendwie mega cool. Damals hatten wir einen Briefträger, wo wir halt noch in einem Haus gelebt hatten und so, alle zusammen. Da hatten wir einen Briefträger und den kannten wir. Der hieß Bernd. Und Bernd hat auch immer von uns zu Weihnachten und so, hat er immer Geschenke von uns bekommen. Also so Süßigkeiten, Pralinen und so. Und der war immer mega nett zu uns. Ich weiß nicht, ob Bernd noch, ob es dem gut geht. Ich hoffe, dem geht's gut, Mann. Ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Der gute Bernd. Der war immer sehr, sehr nett zu uns, als wir Kinder waren. Und das waren nicht viele, Mann. Echt, Nachbarn waren geisteskrank scheiße zu unserer Kindheit. Da hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sehen Sie es positiv. Zu den aktuellen Spritpreisen läuft es sich doch schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Das kommt mir ja gerade recht. Wieso habe ich mir ein Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur einmal im Monat kommt? Alter, hier sind wir bei der Deutschen Bahn, glaube ich. Liebe für Bernd. Ja, Mann, Bernd ist wirklich... Bernd ist einfach ein G gewesen. Oder ist es immer noch? Mein Jugendtreffbetreuer hieß Bernd. Ja, Bernd ist aber auch ein krasser Name, oder? Von hier komme ich zur Altstadt und zur Einkaufsstraße. Schon seltsam, was in einer kleinen Stadt als Einkaufsstraße durchgeht. Ich weiß nur, dass Pina dort ihren Laden hat. Ich sollte mir die Straße aber mal in Ruhe angucken, wenn ich frei habe. Aber die Altstadt verdient ihren Namen. Kleine, alte, schiefe Häuschen, das Rathaus, der Stadtbrunnen und natürlich das Gilberts, die beste und einzige Kneipe in Porcupine. Und die allerbeste Sache, beide Wege führen aber zum St. Ursula Krankenhaus. Oh, okay, dann lasst uns, ist das hier unten die Einkaufsstraße dann? Okay, wir gehen das nächste Mal einen anderen Weg. Ich glaube, wir können nicht beide Wege gehen. Wir gehen erstmal hier unten lang. Ah, können wir gar nicht, hier ist der Biber. Hey Junge, die Straße hier ist heute gesperrt. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Wie komme ich denn zum St. Ursula Krankenhaus? Warum ist die Straße gesperrt? Sind Sie das auf dem Plakat? Schon okay, ich suche mir einen anderen Weg. Sind Sie das auf dem Plakat? Willst du mich beleidigen, Bürschchen? Nein, ich meine doch nur... Pass mal auf, ich stehe hier nicht zum Spaß, mein Freund. Und ich lasse mich nicht von Grünschnäbeln wie dir von der Seite anmachen. Okay, tut mir leid, war nicht so gemeint. Das will ich aber auch hoffen. Der Typ aus dem Plakat sieht mir doch null ähnlich. Ja, Sie haben recht. Man müsste schon sehr blind sein, um Sie mit dieser Person zu verwechseln. Ja, das sag ich doch. Wie komme ich denn zum St. Ursula Krankenhaus? Warum ist die Straße gesperrt? Bauarbeiten. Wir bauen gerade. Steine, Holz, Stahl, Zement. Ah, verstehe. Das ist also Bauen? Jep. Jemand wie du versteht von sowas nichts. Okay. Wie komme ich zum Krankenhaus? Durch die Einkaufsstraße auf jeden Fall nicht. Die bleiben mindestens bis morgen gesperrt. Du kommst durch die Altstadt auch zum Krankenhaus. Also, wenn du heute noch dahin willst, dann durch die Altstadt. Okay. Tschüss. Ich bitte sie darum. Okay. Naja, wer sagt's dem Biber? Naja, also... Ja, man muss schon sagen, also der Biber auf dem Plakat, der ist schon nicht so cool wie der Biber da unten, ne? Also, ist schon ein krasser Unterschied. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ist schon ein krasser Unterschied. Unterschied wie Tag und Nacht. Der Biber ist wie das Nas von einem Peppa Pig. Stimmt's? Diese Baustelle. Sind Sie das auf dem Plakat? Ist auch eine geile Frage einfach. Voll süß. Okay, dann bewegen wir uns jetzt Richtung Altstadt. Ich liebe diesen Style von dem Spiel. Es ist so klar, dass man den Perlnebelwald von hier aus sehen kann. Den Perlnebelwald. Ich mag diese morgendliche Herbstluft. Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Okay. Alva Mea, danke schön für dein Follow. Danke dir.
Okay, ich bin mal gespannt, ob wir rechtzeitig zur Arbeit kommen, Mann. Da braucht man einmal den Bus, um zur Arbeit zu kommen, und dann Pustekuchen. Okay, hier wird der Bus ja wahrscheinlich dann auch nicht fahren. Okay, bewegen wir uns durch die Altstadt. Oh, wen haben wir denn hier? Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Wären Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, ich bin nur zu spät. Zu spät also? Wie wissen Sie, mit jedem Jahr, das ins Land streicht, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des zu spät kommens. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe vor einigen Wochen im St. Ursula Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist ja hervorragend. Leute wie Sie tun Porcupine gut. Mein Name ist Adele von Winterstein. Ich bin die älteste Mitbürgerin von Porcupine. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Manche hatten es eilig. Manche sind bis heute geblieben. Aber Sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur, um zur Arbeit zu kommen. Flotten Füßen sollte man keine Steine in den Weg legen oder werfen. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben. Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, da komme ich sehr gern drauf zurück. Danke für das Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt voll Dampf. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Ah, geil. Lina, einen wunderschönen guten Abend. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Ah, das ist also das Gilbert. Hier kann man ganz gut hingehen, man hat aber auch eigentlich keine Alternativen. Ich werde mich bei Zeiten mal wieder hier blicken lassen. Humor hat sie. Okay, wen haben wir hier? Guten Morgen, Giuliano. Lange nicht gesehen, Finley. ich lag eine Weile flach. Ja, ich seh's, dein Pflaster hat dich verraten. Ist es denn alles in Ordnung? Ich komme klar, ja? Ja, da bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem kalten Getränk kühlen willst, bist du jederzeit hier willkommen. Danke, Giuliano. Ich komme gerne bald wieder vorbei. Okay, cool. Das ist also Giuliano. Den Spruch merke ich mir. Nice. Okay, das ist also die Altstadt. Süß. Und hier ist auch diese Statue, die wir eben unter Wasser gesehen haben, glaube ich, ne? Das ist der große Stadtbrunnen. Er zeigt Ninus Honoratus, Gründer von Porcupine. Junge, das war der Gründer, ein Stachelschwein, das ist das, ne? Was ist los, Nino? Warum läuft das Wasser nicht? Scheint kaputt zu sein. Das Wasser läuft nicht mehr. Interessant. Ich find's voll süß designt. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Okay, ist das das? Was ist das für ein Wappen gewesen? Ich feiere es, wie du alles vorliest. Ich gebe mein Bestes. Ja, ist schwer für alle eine coole, passende Stimme zu finden, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ja, ihr sollt ja ein schönes Stream-Erlebnis haben. Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht einen Schatz? Wurde in dir eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Trägst du eine supergeheime Alien-Technologie in dir? Bist du das Alpha, das oder das und das Omega? Die Antwort auf die Frage des Universums? Los, gib deine Geheimnisse preis! Schade. Schade. Dann halt nicht. Oh, wir können nach oben und nach unten. Oh, eine Bank. Wartet mal ganz kurz. Bisher mag ich den Biber am meisten. warte kurz, Chat. Könnte kurz haken. Ich will mal kurz was ausprobieren. Erschreckt euch nicht. Kann ich den... Ah, warte mal. Nee, kann ich nicht, ne? Ah, warte kurz, Chat. Ich überlege gerade. Nee, alles gut. Alles gut. Ich wollte nur kurz die Szene wechseln, ob das... Also irgendwas stimmt wirklich mit der Auflösung nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Mein Bild springt hin und her. Ich meine, solange nichts abstürzt oder so alles bei euch funktioniert... Ist alles super. Fimibim, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen, dankeschön. Ja, Chat, ich hoffe, bei euch ist alles okay. Okay, also
Habt ihr Ton gut? Alles gut? Seid ihr zufrieden? Du machst das mit dem Stimmen so gut, richtig zum Genießen. Mega schön, Dankeschön. Du liest das alles perfekt vor. Chapman, das freut mich. Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, es wird halt komplizierter, wenn halt immer mehr Stimmen dazukommen halt, ne? Aber wir werden es schon irgendwie sehen. Ich kann mich leider nicht auf diese Bank setzen. Ich wollte nur mit euch zusammen diesen Ausblick genießen. Okay, hier ist auf jeden Fall echt krass der Herbst angekommen. Was ist denn los mit deinem PC? Grafikkarte hat einen Schuss irgendwie. Zum St. Ursula Krankenhaus geht es hier lang. Ah, das ist das Wappen für St. Ursula Krankenhaus. Ja, alles gut, alles tippitoppi. Okay, super. Ja, auch der Streamer ist gut. Zwinker. Frank, Küsschen. Okay, guten Morgen, liebe Bushaltestelle. Wie gerne wäre ich schon vor einiger Zeit bei dir ausgestiegen. Ganz entspannt, mit einem Kaffee in der Hand. Naja, vielleicht ja morgen. Mach es dir nicht zu gemütlich, Haltestelle. Geil, man, Finley ist wie ich. Ich rede auch immer mit allem. St. Ursula Krankenhaus. Wir heilen, wenn sie heulen. Wir heilen, wenn sie heulen. Nice. Super. Die Statue steht hier draußen, von morgens bis abends bei Wind und Wetter. Beschwert hat sie sich noch nie. Wie machst du das nur? Ich vermute regelmäßigen Schlaf. Ausgewogene Mahlzeiten. Dreimal die Woche Sport. Klingt unrealistisch. Wir heilen, wenn sie heulen. Ah, schön. Alles top, deine Streams sind immer voll entspannt, aufmunternd. Jumanji, danke dir, das freut mich, Mann. Sehr, sehr super. Dankeschön, Chat, schön, dass ihr da seid. Oh, der Rasensprenger ist an. So, Chat, das ist unser Arbeitsplatz. Also, das Arbeiten beginnt. Das Krankenhaus ist nicht riesig groß, trotzdem kann man sich hier ab und zu verlaufen. Blöd nur, wenn man am Ende aus Versehen auf dem OP-Tisch landet. Also, liebe Kinder, immer auf die Schilder achten. Was ist dieser Sport, von dem die da reden? Ich weiß es nicht. Gruselige Sache. Tomate, einen wunderschönen guten Abend. Finley ist einfach bester Mann, absolut. Oh ja, der Snackautomat. Der gute alte Snackautomat. Er sorgt für das Frühstück auf die Hand oder für die Belohnung nach der Schicht. Natürlich ist er kaputt, seitdem ich hier arbeite. Aber hey, es ist wichtig, Konstante im Leben zu haben, oder? Auch wenn ich jetzt nichts gegen einen Schokodog hätte. Jeden Morgen strahlen sie mich an und machen sich über mich lustig. So wie sie es schon vor meiner Geburt gemacht haben. So wie sie es tun werden, wenn ich schon lange gegangen bin. Sie werden uns alle überleben. In tausenden von Jahren werden fremde Wesen diesen Snackautomaten ausgraben. Welchen Nutzen hatte diese Maschine? Welche primitive Zivilisation hat sie geschaffen? Das werden sie sich fragen. Vielleicht werden sie mit ihrer weit entwickelten Technologie an die schmackhaften Leckerbissen herankommen. Du hast noch eine lange Zeit vor dir, Snackautomat. Eine lange Zeit. Oh shit, was ist jetzt passiert? Oh, ich habe mich umgezogen. Hast du eigentlich Lesen geübt? Ernst gemeint? Nee, habe ich nicht. Warum? Warum sagst du das? Hanna, einen wunderschönen Abend. Oh, okay. Morgen, Kleiner. Du bist also wieder da, wie? Guten Morgen, Ingrid. Ja, meiner Verletzung geht es wieder besser. Ich habe natürlich... Was könnte die für eine Stimme haben? Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Oh doch, vielleicht so dunkler, ne? Ich meine, die ist so ein... Ich habe von einem... Nee, das ist zu... Ich habe von... Okay, ich werde mit der Zeit bestimmt eine finden. Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Alle haben davon gehört. Man ist neugierig, was da oben im fünften Stock passiert ist. Das wüsste ich auch gerne. Willst du meine Theorie hören? Na gut, schießen Sie los. Vielleicht lieber nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es klingt vielleicht etwas kompliziert, aber die Indizien sprechen für sich. Ich habe es mehrfach durchgedacht und es ergibt alles Sinn. Ja doch, vielleicht so rauchiger-mäßig, ne? Die sieht so aus, wie die vier rauchen vielleicht. Und was denken Sie? Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Wochen. Aber es muss etwas Spezielles mit dir zu tun haben. So, Chat, so wird die reden. Wirklich, wie meinen Sie das? Naja, es gibt hier in Porcupine dafür einen Begriff. Ein eindringlicher... Fachterminus, der versucht, gesellschaftliche und anthropologische Merkmale zu definieren. Und zwar? Der Begriff ist... Tollpatsch. Okay. Tollpatsch also.
War nun Spaß, Kleiner. Hi. Wie geht es Herrn Anders? Der alte Brummkopf lebt nur noch. Liegt wieder gemütlich in seinem Bettchen auf deiner Station. Puh, okay, das beruhigt mich sehr. Du bist zwar erst seit kurzem hier, aber durch diese Nacht kennt man dich jetzt. Du bist der Junge, der überlebte. Sehr witzig. Hehe. Aber im Ernst, es könnte sein, dass Leute noch Fragen an dich haben. Stell dich vorsichtshalber darauf ein. Wie dem auch sei, mein Kaffee kühlt hier vor sich hin. Und du solltest jetzt mal deine Schenkel auf deine Station schwingen. Im dritten Stock, falls deine Delle an der Rübe noch mehr Schaden angerichtet hat. Ich weiß, wo meine Station ist. Das ist gut. Dann mal hopp hopp. Sonst reißt Dr. Krokowski dir nämlich die Rübe ab. Sie haben recht, ich mach mich mal los. Okay. Das ist ein Flusspferd, die rauchen nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher, das könnte sein. Du hast doch einen Stimmenverzerrer, nutze ihn, wenn du nicht weiter weißt. Ja, aber ich habe leider nur, ich habe halt nur die Chatstimme. Ich habe nur die hier. Ich glaube, das passt nicht so ganz zu Ingrid, oder? Du bist ja immer noch hier! Traust du dich nicht auf die Station? Oder hast du doch den Weg vergessen? Ich muss mal mehr Stimmen draufpacken. Natürlich nicht. Vielleicht, ich sage jetzt extra vielleicht. Keine Sorge, solche Tage habe ich auch. Also, dein Name ist Finley, du bist Assistenzarzt und arbeitest in der Inneren, erste im dritten Stock. Keine Ahnung. Deine liebste Kollegin heißt Ingrid. Deine Lieblingsfarbe ist Türkis. Deine Passion ist, deine liebste Kollegin jeden Morgen einen Snack zu schenken. Am liebsten Chocdogs oder einen frischen Kaffeesahne-Prickel. Versuchen Sie gerade eine Gehirnwäsche an mir? Ich lese gerade ein Buch über psychologische Gesprächsführung. Wenn ich damit durch bin, kann ich die Naturgewalten mit meinen Gedanken beeinflussen. Okay, viel Glück. Eine Mentalistin braucht kein Glück. Ich höre Dr. Krokowski Zähne knirschen bis hier unten. Na dann los! Okay, es geht los. Hast du nicht noch eine tiefe männliche Stimme? Ja, also halt nur für mich selber halt. Aber also ich habe jetzt keine auf meinem Dingens hier. Ne? Du weißt schon. Okay. Ich glaube, wir müssen in den dritten Stock, glaube ich, war das, oder? Chat, dritter Stock? Ah. Mich triggert das Krankenhaus total. Chaos, dann sollst du rausgehen. Also das Spiel hatte extra am Anfang auch nochmal eine Warnung gegeben, falls, ne, ich meine, das Spiel handelt halt von Tod und eben, naja, Dingen, die, mit denen man nicht so einfach umgeht. Ja, wenn euch da irgendwas nicht gut tut oder so, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal den Stream verlassen und dann einfach zum späteren Zeitpunkt wiederkommen. Okay, dritter Stock. Ich bin gespannt. Liz, einen wunderschönen guten Abend. Oh, scheiße. Okay, sehr sauer. Dr. Krokowski oder wie auch immer die Person hier heißt, ist sehr sauer auf uns. Hui, einfach schon 7 Monate, habe heute ein Haarstockerrennen gehabt, war nicht zu prickelnd in der Runde überschlagen und jetzt ist das Auto kaputt. Hoffe dir und dem Chart geht's gut, kleiner als 33. What the fuck? Sophia, meine gute Besserung, falls es dir nicht gut geht. Dankeschön für die 7 Monate, das hört sich ja mal nach einem Erlebnis an. Ganz, ganz viel Liebe an dich. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Dankeschön für die 7 Monate. Dankeschön. Und Schieb, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Nein, Lions, war es nicht. Okay, dann reden wir mit dem. Ah, Finley. Eine halbe Stunde zu früh. Erfrischend. So lobe ich mir das. Ich bin zu früh? Wirklich? Unsinn. Sie sind viel zu spät schon wieder. Lassen Sie mich raten. Der Bus fuhr nicht... Ja, tut mir leid, ich... Planen Sie ab sofort ohne den Bus, sonst planen wir bald ohne Sie, verstanden? Ja, verstanden, tut mir leid, Dr. Krokowski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite in Zimmer 301. Ah, super. Kriegen wir sofort Ärger. Okay, Chat, die Visite beginnt. Ich glaube, das ist sowas wie, man geht die Patienten durch oder so, ne? Schiebmann, einen wunderschönen Abend. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Alter, das Bild da hinten. Okay, hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen, Sie sind ja ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen Sie jedoch noch. Also, Frau Martin,
kam gestern mit Schmerzen, also Frau Martin kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Okay, Chat. Aufpassen. Jetzt. Wir sind alle Ärzte. Gefühlt. Hi Yoshi, okay. Danke für deine ganzen Streams. Kleiner als drei. Damn, dankeschön für den Support seit 4 Monaten. Danke dir. Ich danke dir, Mann. Dankeschön. Freut mich, dass sie dir gefallen. Okay, also Frau Martin kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagte sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da habe ich Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig so. Irgendjemand eine Idee? Mia? Jetzt spucken Sie es schon aus. Ja? Schwür? Ein Magengeschwür? Ist das eine Frage oder Ihre Antwort? Das ist meine Antwort? Bingo. Der Grund ist ein Magengeschwür. Die Ursache müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf eine Gastritis oder dergleichen hin. Also, Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hierbleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Finlay, Sie werden sich später noch um Ihre Medikation von Frau Martin kümmern. Weiter geht's ins Zimmer 303. Aufs. Also hier wird nie wieder irgendjemand Werbung haben. Ich sag es euch, wie es ist. Sophia, ich danke dir von ganzem Herzen für den Sub. Oder was heißt den Sub? Die Subs. Dankeschön für den Support. Wow. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Erstmal den ganzen Chat weggeflashbangt. Danke. Nie mehr, du wirst mit 0 Euro rausgehen. Halt wirklich. Warum schalte ich überhaupt Werbung? Sophia, danke dir. Wirklich ganz, ganz viel Liebe. Ich habe noch Werbung. Sehr gut, Lisa. Halte durch. Mach weiter so. Einer der wenigen, die noch Werbung schauen müssen. Du bist wichtig für unser Experiment. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, Sophia. Du bist ein guter Synchronsprecher. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Das ist sehr süß. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht so gut im Lesen bin. Oha, was ist das denn für ein Tier? Ist das ein Luchs oder so? Was ist das? Das sieht ja voll krass aus. Meine Augen. Meine Augen. Okay, 303. War das 303? Ich glaube schon, oder? Okay, hier sind wir. So, nächste Person. Na, Larissa, wie geht's uns heute? Ganz okay, Doktorski. Doktorski? Das hört man doch gerne. Kannst du für uns ein paar Mal tief ein- und ausatmen, so wie gestern Abend? Na klar, Achtung. Ich glaube, sie hat gehustet. Sorry, Dr. Krukowski. Alles gut, das war sehr, sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du meinem Team hier erzählen, warum du hier bist? Ja klar, kann ich machen, Dr. K. Also, ich war unten an der Schule mit den anderen. Wir waren hinten am Skatepark. Ich kann gar nicht so gut skaten. Ich habe das Skateboard erst zum Geburtstag bekommen. Aber ich will es ganz sicher noch lernen. Mein Brett ist super cool. Es hat grüne Rollen und das Grip Tape ist voll schwarz und doch ganz neu. Ich habe gehört, dass manche Kinder absichtlich ihr Skateboard zerkratzen, damit es cooler aussieht. Kann ich nicht verstehen. Unter meinem Brett ist ein großes Bild von einem Roboter. Das ist viel zu cool, das soll nicht verkratzen. Aber was habt ihr unten an der Schule gemacht? Ach so, naja, also, da war so, mein Kumpel Christo hat Zigaretten von seinem Stiefvater gemobst. Er meinte, wer gut skaten will, muss auch rauchen. Das gehört dazu, meinte er. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht feige sein. Ich war vom Üben auch noch voll aus der Puste. Er hat die Zigarette angezündet und ich habe dran gezogen. Super ekelhaft. Ich raffe nicht, warum die Erwachsenen das freiwillig machen. Naja, also ich habe gezogen und mir blieb die Luft weg. Ich habe gehustet und gehustet, aber es kam keine Luft. Dann bin ich umgekippt. Zum Glück haben meine Freunde schnell den Notarzt gerufen. Naja, also so war das. Danke, Larissa. Das hast du sehr gut erklärt. Also, ich höre Ihre Meinung, meine werte Kollegin und mein werter Kollege. Was denkst du, Finley? Ich weiß es, Dr. Kukowski. Dr. Kukowski hat es mir schon erzählt. Nicht vorsagen, Larissa. Nicht vorsagen. Oh, okay, sorry, Dr. Koski. Asthma. Es könnte ein asthmatischer Anfall gewesen sein. Ja, Asthma klingt logisch.
Yep, logisch und korrekt. Ein Glücksgriff. Ohne die Hilfe von meiner Assistentin Larissa wären sie sicher nicht darauf gekommen. Gut, Larissa, mach schön weiter deine Atemübungen, aber überanstrenge dich nicht. Das mache ich, Dr. Kokowski. So, letzte Station für heute ist Zimmer P33. Ach, und Finley. Sie kennen den Patienten bereits. Es ist Herr Willi Anders. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dieser Name geläufig ist. Herr Anders, ja? Er ist ein Dauergast auf unserer Station. Herr Anders ist vom älteren Kaliber. Neben seinen neuen gewonnenen Verletzungen ist sein Kopf nicht mehr allzu gut in Schuss. Verhalten Sie sich also entsprechend. Okay. P33. Schwein will erwachsen werden und macht illegale Sachen. Chat, sagt Nein zum Rauchen. Ja, und das geht auch hier an alle Schweine. Raucht einfach nicht. Lasst es einfach. Es ist unnötig. Macht nur den Körper kaputt, kostet nur viel Geld. Lasst es am besten einfach. Okay, wir müssen in P33. Was zur Hölle ist P33? Weiß das jemand von euch? Die Toilette der Station. Wenn man Glück hat, ist sie sauber. Manchmal hört man leise Wimmergeräusche aus den Kabinen. Man sagt mir, das sei ganz normal. Oh nein, die weinen. Ja, ihr kleinen Schweinchen. Nicht rauchen. So ist das. Okay, was ist P33, Chat? Was könnte das sein? Oh, warte mal. Ah, hier. Achso, das ist eine... P33. Hier müssen wir rein. Lol. Gefunden. Das Geld für die Zigaretten kann man Yoshi auch spenden. Genau so ist das nämlich, Chat. Verbrennt euer Geld doch besser dann einfach bei mir, anstatt eine Zigarette anzumachen. Das ist doch unnötig. Dann habt ihr auch was davon, wisst ihr? Okay, was haben wir hier? Es wird alles gut, Herr Anders. Mir liegt die Sache sehr am Herzen und ich werde schnell eine Lösung finden. Ah, Dr. Krokowski, gut, dass ich Sie sehe. Guten Morgen, Herr Heidrich. Was verschafft uns die Ehre? Herr Anders, natürlich. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Da bin ich aber sehr erleichtert. Der Arme hat ja schon ganz was abbekommen. Der Zwischenfall hat uns die letzten Tage sehr befestigt, wie Sie wissen. Das weiß ich, ja. Ich habe die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt. Nicht nur, dass das Ganze versicherungstechnisch wirklich unschön ist. Ich habe mir große Sorgen um unseren Patienten gemacht. Und natürlich auch um unseren jungen Assistenzarzt. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Sie sind wieder voll einsatzfähig. Ja, es geht schon. Danke, Herr Heinrich. Toll, dass Sie wieder für uns da sind. Wirklich, das bewundere ich sehr. Warum lispelt der? Guck mal, wegen seinen riesen Zähnchen. Warum denn diskriminierend? Ach, wirklich, das sind solche Heulsusen, ne? Wirklich. Ah. Es gebe Ihnen natürlich keine Schuld für den Unfall. Niemand am St. Ursula tut das. Das St. Ursula selbst ist für diesen Unfall verantwortlich. Deswegen nehmen wir uns auch persönlich die Verantwortung. Ich habe für ein Ende bestmögliche Behandlung veranlasst. Deswegen haben wir ihm einen Platz in der besten Reha-Klinik des Landes verschafft. Er wird dort rund um die Uhr gut versorgt. Die Ruhe wird auch seiner allerbesten bedingten Demenz gut zukommen. Darum freuen Sie mich auch, dass wir uns heute Morgen treffen, Dr. Kokowski. Ach so. Ja, bitte tun Sie mir den Gefallen und beurteilen Sie heute im Laufe des Tages Herrn Anders Zustand. Wenn Sie mit dem guten Gewissen entlassen können, wie schon 20 Monate ganz viel Liebe an dich, Mulm L. Dann werde ich direkt einen Transport veranlassen. Verstanden. Ich schaue ihn mir gleich an und gebe unten Bescheid. Danke, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Unter aller Zeit ist kostbar. Ach so, und sollten Sie Verstärkung in Ihrem Team brauchen, schaue ich, was ich tun kann. Eine funktionierende Infrastruktur ist unbedingbar. Wir wollen nicht, dass unsere Belegschaft wieder Überlastung ausfällt. Machen Sie es gut und haben Sie einen erfolgreichen Tag. Volle Süße. Moon, danke schön auch an dich für die 20 Monate. Dankeschön. Und Toast, pass auf dich auf, schlaf gut. Was ist denn der, ein Dachs? Weiß nicht, aber der hatte Hosenträger. Der sah süß aus. Moon, danke schon nochmal für die 20 Monate. Wirklich ganz, ganz viel Liebe an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, wie dem auch sei. Guten Morgen, Herrn Anders. Wissen Sie, meine Tochter sieht ganz genauso aus wie Sie. Ja. Ah, da hat ihre Tochter aber großes Glück. Hallo, schöner Mann, Mulm L. Schön, dass du hier bist. Jeder Abend mit dir ist ein besserer, egal wie der Tag war. Du wirst deinen Weg finden. Ganz viel Liebe an dich, Mulm L.
Lisa, bist du des Wahnsinns? Mit 53,72 Euro, wie kamst du auf diese Zahl? 53 Euro. Junge, du bist doch komplett durch. Mit einer 53-Euro-Spende. Junge, was? Holy shit. Chat, einmal bitte ganz, ganz viel Liebe für Lisa da lassen. Für 53 Euro. Wow. Ich weiß nicht warum. Du bist ja komplett durch. Ich danke dir von ganzem Herzen, Lisa. Wirklich, bist ein Schatz. Ich hoffe, du hast ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wow, wirklich Wahnsinn. Danke dir. Wenn ich mein Geld ausgebe, dann für dich. Ey, wirklich, Dankeschön, Lisa. Das ist so viel Geld, Mann. Holy shit. Chat, wirklich nochmal Dankeschön für den ganzen Support heute. Wirklich einfach Dankeschön. Danke, danke, danke. Wirklich. Da geht ganz viel Liebe einfach raus. Danke für die ganzen Tier 1 Subs, die extra ihr gewechselt habt. Ne, also von einem Prime Sub extra auf einen normalen Sub gewechselt seid für dieses neue Twitch-Programm und so. Einfach Dankeschön, Mann. Und generell für alle Subs. Ihr seid Wahnsinn. Wahnsinn. Danke, danke, danke. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich zu sagen soll, ehrlich gesagt. Krass. Jennifer, pass auf dich auf. Da hat ihre Tochter aber großes Glück. Wie geht es Ihnen heute? Das habe ich doch gerade alles schon erzählt. Da war ich leider noch nicht im Raum, Herrn Andes. Was wollen Sie denn dann hier? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht und mir Ihre Verbände ansehen. Wann gibt es... Herrn Andes ist ganz schön scheiße gelaunt anscheinend. Moonlight. Auch nochmal. Mit 5 verschenkten Subs. Tschüss Werbeeinnahmen. Mehr, wie Mindful sagte schon. Tschüss Werbeeinnahmen. Oh Mann, ey, mit euch funktioniert das Programm ja gar nicht. Dankeschön Moonlight. Auch noch mit 5 verschenkten Subs. Es wird immer weniger Werbung. Oh scheiße. Dankeschön, Moonlight. Danke, 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 danke. Ach, Chat, Mann, ihr seid wirklich Wahnsinn. Okay, also, Herrn Anders ist pisst und will einfach nur Essen haben anscheinend. Er will Mittagessen. Danach. Okay, dann machen Sie schon. Finley. Was, ja? Herrn Anders leidet unter Demenz, ist aber, wie Sie sehen können, noch relativ fit. Er hat sich durch besagten Zwischenfall eine Wunde am Bein zugezogen. Und eine mittelschwere Gehirnerschütterung hatte er ebenfalls. Finley, seien Sie doch so nett und wechseln Sie den Verband von Herrn Andes. Es ist wichtig, die Verbände frisch zu halten. Zudem können wir so einen Blick auf die Wunde werfen. Ich soll jetzt direkt die Verbände wechseln? Sie können auch Herrn Andes fragen, ob er es selber machen will. Ich bin sicher, er ist geschickter als Sie. Okay, ich mach ja schon. Okay, scheiße, das waren diese Minispiele, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt. Guten Morgen, Herr Andes. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Was? Kenne ich Sie? Ja, also vielleicht. Es gab da diesen Unfall, wissen Sie? Ich will heute Lasagne. Lassen Sie den Salat weg. Ich kann das Grünzeug nicht leiden. Herrn Andes? Finley, was tun Sie da? Soll ich Ihnen noch einen Tee und Kuchen bringen? Herr Andes hat der ganze Stress nicht gut getan. Jetzt gönnen Sie ihm Ruhe und machen Sie Ihre Arbeit. Ich wollte doch nur... Okay. Oh shit, stimmt, jetzt kommen diese Minispiele, ne? Ich erinnere mich. Boah, da waren echt schwere bei. Behandlung. Eine gute Versorgung ist alles. Drücke und halte dafür die angezeigten Tasten. Nein, ich habe doch die falschen Tasten auf meinem Controller. Oh Gott, Chat, Herr Andes wird so sauer sein, weil ich seinen Verband nicht richtig wechsle. Drücke und halte die für die angezeigten Tasten. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lasse zwischendurch keine Tasten wieder los. Och, du Scheiße. Okay, vielleicht sollte ich doch den Xbox-Controller benutzen. Okay, A ist unten bei X. Was macht ihr, Chat? Ich werde keinen Cent mit Werbeeinnahmen machen. Rouvier mit 10 Monaten und deswegen mit 10 verschenkten Subs. Junge, was ist das denn heute? Was ist denn los mit euch? Ich danke dir von ganzem Herzen, Rouvier. Es gibt keine Werbung auf diesem Kanal.
Ah, dafür machst du Geld mit Subs. Ja, das ist natürlich wahr. Aber ich meine, das Ganze war ja ein Test halt. Der Test ist halt, der kann nicht ausgeführt werden. Rouvier, dankeschön für die 10 verschenkten Subs. Ey, Junge, ich weiß halt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich danke. Rouvier, danke, 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 Mann. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Rotkäppchen, du wirst auch weiterhin Werben gucken, da sind wir uns sicher. Das war's mit dem Test. Ja, wirklich, der Test fällt aus. Ich darf sowas nicht ankündigen. Oh Mann, wirklich, einfach danke. Ach, einfach danke. Wann kommt das nächste Horrorgame? Weiß ich nicht. Einfach danke, danke, danke. Sieh mal einer an. Der Verband ist zwar nur so Mittelklasse, aber ich bin mit dem Zustand der Wunde zufrieden. Ich komme später nochmal zu Ihnen und prüfe Ihre Werte. Aber es besteht eine Chance, dass wir sie zeitnah entlassen können. Das wäre schön, Frau Kukowski. Doktor. Nein, nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur ein alter, zerstreuter Geist. Chat macht Josh arm, er aber muss. Irgendwie auch reich. XD Chat, ihr seid toll und Josh schätzt das sehr mulm L. Papa, ja, danke schön. Oh Mann. Okay, wir sind durch, Mia. Finley, kommen Sie zu mir und ich übergebe Ihnen Ihre Aufgaben für die heutige Schicht. Oh shit, okay, wir müssen jetzt gleich selber arbeiten, Chat. Oh, oh, scheiße, das wird spannend. Unsere erste richtige Schicht. Wir müssen selber agieren und selber handeln. Hilfe! Ich bleibe bei meiner guten alten Werbung. Weise, sehr, sehr weise Entscheidung. Okay, also. So, jetzt erfahren wir, was wir heute machen müssen. Was arbeiten? Scheiße. Ja, wir müssen jetzt arbeiten. Und vor allem müssen wir so tun, als könnten wir irgendwas in diesem Bereich machen. Ich habe keine Ahnung von Medizin und so. Aber egal, wir schaffen das schon. Da sind sie ja. Sind sie fit? Ja, alles okay. Ich freue mich, wieder am Start zu sein. Dann freue ich mich auf eine reibungslose Schicht. Ich schalte Ihnen nun die Aufgaben für den heutigen Tag frei. Die Wände bröckeln auseinander, aber es bleibt Geld für die Digitalisierung. Ich glaube nach wie vor nicht an diese digitale Patientenakte. Guten Abend, ihr tollen Wesen. Ich hoffe, dir geht es gut. Lächelndes Gesicht. Aber Heidrich und Theobald sind hellauf begeistert. Nach einem ersten Testlauf und einigen Updates sollen jetzt alle Stationen diese App nutzen. Es hilft sicher beim Datenschutz, aber von der Zeitersparnis merke ich bisher nichts. Wie dem auch sei, öffnen Sie einfach die St. Ursula-App auf Ihrem Smartphone. Der Rest sollte sich von selbst erklären. Okay, wir brauchen also dafür unser Smartphone. Notizen. Ursula-Aufgaben. Okay, lade Daten-App herunter. Neue App. Mone, danke schön für die 23 Monate. Also, unser Ziel für heute, für den heutigen Arbeitstag ist niemanden umbringen, okay? Das ist unser heutiges Ziel. Meint ihr, wir schaffen das? Mone, danke für die 23. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und Fighter, du solltest vielleicht schlafen gehen. Ich mache auch nicht mehr so extrem lange Chat. Ihr könnt euch ja die VODs angucken. Wir werden aber jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Tage, immer wenn ich streame, werden wir Fall of Perkupine weiterspielen, nur damit ihr Bescheid wisst. Okay? Ja, weil das ist jetzt gerade unser Projekt erstmal. So, die Akte zeigt Ihnen, wen Sie behandeln müssen und was zu tun ist. Das versteht sogar ein Kleinkind. Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Ihre heutigen Aufgaben erledigt haben und passen Sie auf, dass Sie am Ende der Schicht nicht noch mehr Pflaster im Gesicht haben. Ich werde Ihre Arbeit im Auge behalten und bewerten. Geben Sie sich Mühe. Okay, also hoffentlich bringen wir niemanden um heute. Das schaffen wir, Chat. Das schaffen wir, das schaffen wir. Niemanden umbringen, niemanden umbringen. Also 301. Nee, das war in die andere Richtung, glaube ich. Ich muss jetzt erstmal anfangen, dieses Krankenhaus zu lernen und zu verstehen. Okay, also hier ist 301. Kümmern wir uns erstmal um den Patienten in 301. Und das ist ein Lahm. Was ist das? Was ist das für ein Tier? Hallo. Da sind Sie ja wieder. Schön, Sie wiederzusehen, Frau Martin. Das nächste Mal lieber in einem anderen Kontext, ja? Das würde mich auch freuen. Wie geht es Ihnen? Nicht so besonders. Ich fühle mich etwas aufgekratzt, habe das Gefühl, dass ich manchmal keine Luft bekomme. Ich habe starke Bauchschmerzen. Haben Sie Sodbrennen? Ich habe immer Sodbrennen. Seit Jahren schon. Ja, mit einem Magengeschwür ist nicht zu spaßen. Ich hatte die letzten Monate viel Stress. Ich habe mich oft mit meiner Tochter gestritten und mein Job macht mir ganz schön zu schaffen. Das tut mir sehr leid, Frau Martin. Denken Sie, dass das Geschwür vom Stress kommen könnte? Nein, das denke ich nicht.
Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, nur vom Stress ein Magengeschwür zu entwickeln. Auch wenn Stress dem Magen nicht gut tut und man Sodbrennen davon bekommen kann. Können Sie etwas dagegen tun? Sie sind zum Glück früh genug hergekommen. Das ist gut. Die Tests von letzter Nacht zeigen, dass Sie einen bakteriellen Erreger im Magen haben. Der ist vermutlich für das Geschwür verantwortlich. Ich werde Ihnen erstmal eine Medikation verordnen. Alles, was hilft. Gut, dann wollen wir mal sehen. Oh mein Gott, Chat, jetzt geht's los. Es gab wirklich schwere Aufgaben dabei. Was wir nicht erkennen, behandeln wir nicht. Wie würdest du Killer Frequency bewerten von 1 bis 10? 10. Das war ein perfektes Spiel für mich. Absolut perfekt für die Streams. No Name, hab einen wunderschönen Abend. Pass auf dich auf. Stimmt das, wenn man Amazon Prime hat, kostenlos haben kann? Das stimmt, Pixel. Das kann man tatsächlich, ja. Du musst einfach nur dein Amazon mit deinem Twitch-Channel. Freut mich, dass du heute streamst. Mein Opa ist letzte Nacht gestorben und die Ablenkung tut echt gut, kleiner als 3. Smoky, Mann, danke für die 3 Euro. Bro, das tut mir mega leid. Ganz viel Liebe an dich. Ja. Schade, aber schön, dass ich dich ein bisschen ablenken kann, Mann. Ja, mein Beileid auf jeden Fall an der Stelle. Und, naja, das gehört halt leider einfach zum Leben dazu, ne? Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Support natürlich und mach dir einen gemütlichen Abend. Versuch das alles ein bisschen zu vergessen. Und lass das Leben einfach Leben sein. Und chill dich einfach ein bisschen hier zu uns in den Chat. Liebe an dich, Mann. Adelina hat ja, glaube ich, auch eben sowas in der Art geschrieben. Ja, scheiße, ne? Was soll man dazu noch sagen? Jumanji, hab einen schönen Abend, Mann. Pass auf dich auf. Medikation. Verschreibe die richtige Medikation. Versuche mit so wenig Medikamenten wie möglich alle Werte ins Optimum zu bringen. Ein Medikament beeinflusst immer 2 verschiedene Werte. Unterzeichne das Rezept, wenn du mit der Einstellung zufrieden bist. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss, aber egal, das schaffen wir schon. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also, warte mal. Wir müssen alles ins Optimale bringen, oder was? Okay, warte mal. Also wir haben 3... Warte mal, wie kann ich die... Kann ich die weg... Okay, ich kann die auch wegmachen. Okay. Okay, also wir dürfen 3... Heißt das, ich darf 3 Pillen verschreiben, oder was? Oder wie, was bedeutet das jetzt gerade? Also ich muss ja wahrscheinlich an diesen Wert rankommen, oder? Das fand ich cool, ja. Das Game ist so süß, auf jeden Fall, das ist mega süß. Warte mal. Also ich darf nur 3 Medikamente benutzen, aber wie... Warte mal, ich mach nochmal weg. Also, ich brauche mehr von dem... Muss ich dann einfach mehr von... Also ich brauche jetzt mehr von dem Roten. Ich bräuchte noch mehr von dem Roten. Also 2 davon vielleicht dann, oder was? Okay, aber dafür geht aber dann auch das... Ah, warte mal, hier steht das ja auch, was macht. Ach so, also... Warte mal, da steht da auch noch dabei. Also das ist Orange gibt Plus... Okay, Orange Plus brauche ich gar nicht. Ich brauche ja nur Rot und Grün. Okay, das gibt aber... So, oder? Einfach? Aber es müssen... Warte mal, müssen es 3 sein? Oder kann ich auch 2 verschreiben? Ich weiß es nicht genau. Kann ich dann einfach so machen? Also müssen es 3 Pillen sein? So sieht doch gut aus. Darf nicht über den Strich gehen. Achso, es darf gar nicht drüber gehen.
Ach so, es darf nicht drüber gehen. Ach so, ich dachte, es darf vielleicht drüber gehen wenigstens. Oh. Ach so, das muss genau so sein. Ach so, das muss genau so sein. So. So ist es richtig. Ja, so. Ah. Ach so, okay, man muss also... Ah, okay. Alles klar. Krass. Es ist süß gemacht. Also die Minispiele, da muss man echt manchmal ein bisschen sein Hirn benutzen. Oh Gott, er tötet alle. Chat, halt auf rumzuholen. Passiert, ne? Gibt immer Verluste. Man kennt es. Okay, so. Das sieht doch super aus. So, unterschrieben. Perfekt. Behandlung abgeschlossen. Ah. Okay, keine Ahnung, ob das gut ist. Wird wohl gut sein. Schwund ist immer. Genauso ist es. Schwund gibt's immer. Okay, das heißt, so, das sollte schnell für Besserung sorgen. Vor dem Mittagessen wird noch jemand kommen und Ihnen Medikamente geben. Versuchen Sie bis dahin etwas zu schlafen. Ja, ich sollte mal die Augen zumachen. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach. Gute Besserung, wir sehen uns später. Danke und gute Nacht. Yay, unseren ersten Auftrag haben wir abgeschlossen. Sehr cool, nice. So wenig Pillen wie möglich. Also man muss wirklich einfach nur genau auf den Idealwert kommen. Ja. Das Game würde ich auch noch spielen, voll entspannt. Ja, ja, entspannt und aber auch, also manchmal muss man ein bisschen sein Hirn benutzen, auf jeden Fall. Ich streame, ne? Vergessen, wie mein PlayStation-Ladekabel... PlayStation, Stromkabel, immer noch nicht. Ja, ja, alles gut. Na, schlaf gut. Wie soll man dort schlafen? Es ist grell dort. Ich weiß es nicht. Können wir den vielleicht auch das Licht ausmachen oder so? Warte mal, regnet? Ich rieche Regen gerade. Hat es geregnet oder regnet? Es riecht nach Regen. Es könnte gleich regnen. Es riecht nach Regen. Noch ein Kabel, das verschwindet. Ja, jetzt hat er mein iPhone-Ladekabel genommen. Oh, was mir auch gerade auffällt. Nice, ich brauche mein iPhone-Ladekabel, glaube ich, auch eigentlich. Super. Danke, Mann. Danke dafür. Nee, es hat geregnet. Ich höre es an den Autos. Es hat anscheinend geregnet. Wie viel hast du eigentlich für dein Tattoo bezahlt? 200. Okay, so. Wie viel Werbung kommt in einer Stunde? In einer Stunde komplett insgesamt 3 Minuten. Okay, so. 303, da müssen wir rein. So. Ah ja, das war der gute Herr mit dem... Nee, der hat geraucht, ne? Das ist der Skateboarder, ne? Hey Doc! Wie heißen Sie? Hey Larissa, ich bin Finley. Ich werde dich in den kommenden Tagen untersuchen, okay? Alles halb so wild. Okay, wie Sie meinen, Doktor. Ich würde mir gerne mal deine Lunge anhören. Heißt das, Sie wollen dieses kalte Dingens auf meine Brust drücken? Jep, genau das. Aber so kalt ist es gar nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, es ist tatsächlich meistens etwas kalt. Aber nur für einen kurzen Moment. Das wird gehen, oder? Ja, okay. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das sind ja alles Minigames, ne? Okay, abhören. Das Herz springt und die Lunge rasselt. Drücke im richtigen Moment die angezeigten Tasten, Pfeiltasten und halte L. Was ist L? Wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht. Ach du Scheiße. Drücke im richtigen Moment die angezeigten Tasten, Pfeiltasten. Halte L gedrückt, wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht. Ich habe keine Ahnung. Ich probier's. Okay, was muss ich machen? A? Okay. Ah, interessant.
Was ist das mit der oberen? Was war mit der oberen Dingensbums? Behandlung abgeschlossen. B. Oh, kann man machen. Wenn Menschen ins Kino gehen, schauen sie 30 Minuten Werbung und dann kommt der Eisfritze. Wir brauchen einen Eisfritzen. Vanity, hab einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dass du gut schlafen kannst. Wir brauchen einen Eisfritzen in der Werbepause, Chat. Das ist eine super Idee. Ah, das war echt kurz, kalt. Oder echt nur kurz kalt. Was haben Sie gehört, Doc? Alles halb so wild, Larissa. Aber man hat ein leises Rasseln gehört. Ein Rasseln? So wie das Instrument? Ja, so in der Art. Das habe ich mal im Schulorchester gespielt, aber verschluckt habe ich sie nicht. Versprochen. Das Rasseln kommt auch eher von dir selbst. Ist das schlimm? Nein, mach dir keine Sorgen. Kennst du die Krankheit Asthma? Wir kriegen das schon in den Griff. Ja, wir machen jetzt mal besser nicht sofort so von wegen, ey, du hast vielleicht Asthma oder so, weil wir wissen ja noch gar nichts. Wir kriegen das schon in den Griff, ja. In deiner Akte steht, dass du gestern eingeliefert wurdest. Da hast du ein Medikament bekommen, dann wurde es direkt besser, oder? Ja, ich dachte, ich muss ersticken. Voll gruselig, ja, Asthma, ne? Aber dann ging es mir auf einmal besser. Das war krass. Ja, das glaube ich. Wir werden dich noch ein wenig beobachten, aber mach dir keine Sorgen. Das war wirklich unschön, was du erlebt hast, aber jetzt geht es wieder bergauf. Okay, danke schön, Doc. Versuch es dir hier so gemütlich wie möglich zu machen. Ich schau morgen nochmal nach dir, okay? Geht klar. Wie süß. Ich find's irgendwie voll cool. Es ist, ich muss halt sagen, ich hasse Krankenhäuser wie die Pest. Ich hab eine richtige Krankenhaus, weiß nicht, da ist irgendwas passiert. Ich habe nur ganz schlimme Erfahrungen. Ich meine, das ist ja klar, man kommt ja auch ins Krankenhaus, wenn es einem nicht gut geht. Aber auch so mit meinen Geschwistern und so. Deswegen, ich hasse Krankenhäuser, aber das ist irgendwie süß gemacht, hier so dieser Alltag. Wusstet ihr, dass der Geruch von Regen von den Bakterien am Boden stammt? Wenn diese nass werden, dünsten diese diesen typischen Geruch aus. Alter, krass. Nee, wusste ich nicht. Ist echt so, ich will überteuertes Eis haben. Also es regnet nicht mehr, aber es hat anscheinend geregnet. Okay, Chat, letzter Patient für heute. Dann haben wir den ersten Tag, glaube ich, geschafft. Guten Morgen, Frau Helmig. Sie haben gerade eine Schilddrüsen-OP hinter sich, korrekt? Wie geht es Ihnen denn heute? Ich habe viel Durst. Reden und schlucken ist schwer. Verständlich, dann schonen Sie sich bitte. Das Trinken kann etwas beschwerlich sein nach einer Operation, aber sobald die Wunden etwas verheilt und die Verschwellungen abgeklungen sind, geht das wieder. Sie kommen schnell wieder auf die Beine. Das wäre schön. Ich würde ungerne die letzten schönen Tage des Jahres hier drinnen verbringen. Das werden Sie auch nicht. Ich mache Ihnen diese Verbände neu und schaue kurz auf Ihre Naht. Okay. Okay, A zum Fortfahren. Okay, A. Oh nein, das war das schon wieder. Oh nein. Oh mein Gott, wie viele gleichzeitig. Ach du Scheiße. Meine Hand. Ach du Sch... Boah, Chat, das ist... Junge! Diese Tasten! RT. R. Runter. Ah, ich muss hier richtig meine... LT? LT? Ist das LT? Hallo! Oh mein Gott, das ist ja voll schwer. Also vor allem, du musst alle Tasten gleichzeitig so übereinander. Boah, oha, das ist ja voll schwer. Ich verkaufe 3 Kugeln Eis für 5 Euro. Der Eiseimer hat nur 5 Euro gekostet. Also Win-Win. Ja, nice. Alles gut soweit. Sieht alles sauber aus. Versuchen Sie, möglichst wenig zu reden und viel zu trinken. Nice. Okay. Hey, wir haben den Tag geschafft. Jetzt muss ich mal doof fragen. Lässt du die Tasten irgendwann los oder tauchen die neuen Tasten bei dir auf? Also, ich drücke alle 4 Tasten oder so, die angezeigt werden, dann ploppen die neuen auf, wenn du das meinst. Also, wenn du das meinst. Yoshi denkt ja auch, wenn er sich selbst donatet, hätte er mehr Geld. Ich donate mir kein Geld selber, okay? So, ich glaube, wir haben den Tag geschafft. Alles erledigt, Dr. Kukowski. Gut, gut. Wie lief es? Ganz gut, denke ich. Dann lassen Sie mal sehen. Ja, wir haben halt nur, wir haben A, B, B, glaube ich, ne? Ja, ist super eigentlich. Doch, ich bin zufrieden.
Man muss die Tasten doch halten, oder? Genau, du musst die alle gedrückt halten, die Tasten, gleichzeitig. Das heißt also, teilweise mache ich irgendwie so gefühlt den hier auf den Tasten. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Vielleicht hat die Beule an ihrem Kopf ja doch etwas bewirkt. Machen Sie weiter so, Finley. Also gut. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Dabei haben Sie die Gelegenheit, mir Zeit zu sparen und das Krankenhaus etwas besser kennenzulernen. Klar, was kann ich tun? Bitte gehen Sie für mich ins Labor im ersten Untergeschoss. Erstes Untergeschoss. Einfach das Treppenhaus bis ganz nach unten. Die Tür ist auf der rechten Seite. Sie können aber auch den Aufzug nehmen, wie Sie wollen. Ich habe bei Dr. Harley einige Blutproben untersuchen lassen und brauche die Ergebnisse. Schaffen Sie das, ohne sich zu verletzen, Finley? Solange nicht die Treppe unter mir einstürzt, sollte das klappen. Dann drücken wir hier alle mal die Daumen. Auf geht's, ich brauche die Ergebnisse heute noch. Labor, erstes Untergeschoss, Dr. Harley, verstanden. Labor, erstes Untergeschoss, okay, einfach Treppe runter. Wir gehen gucken. Kiran, einen wunderschönen guten Abend. Hey, und Krümel? Mit einem Follow? Dankeschön. Ein anderes Krümelmonster? Dankeschön auf jeden Fall für den Follow. Irritiert mich. Irgendwie mal mein Follow weg. Ja, das sehe ich gerade. So. Hier war ja die Treppe. Sofort in die falsche Richtung gelaufen. Also nach ganz unten und dann nach rechts oder so war das, ne? Nach ganz unten. Und dann nach rechts. Ist das hier? Okay, ich gehe extra mal nach hier. Verschlossen. Hallo? Sehen Sie die rote Lampe über der Tür? Wie, was? Ja, die sehe ich. Gut, gut. Ausgezeichnet, sehr wohl. Also ich bin hier, um, Sie sehen doch die rote Lampe, so war mir? Ja, ich sehe die rote Lampe. Eine rote Lampe heißt in der Regel so viel wie schwer beschäftigt. Verboten, negativ, kein Zugang oder einfach nein. Aber ich brauche dringend die Blutwerte für Dr. Kokoski. Dr. Kokoski? Wie, wo, was, ich sehe eine veränderte Sachlage. Wollen Sie mal einen Zaubertrick sehen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, Sie wollen sicher, passen Sie auf. Tada! Wunderbar, nicht? Und ich bin noch nicht mal aufgestanden. Und jetzt darf ich rein? Na, was denken Sie denn? Sie sehen doch ein grünes Licht, nicht wahr? Okay, wir sind im Labor. Die haben grünes Licht bekommen? Magic. So süß designt einfach, ne? Der konnte ein bisschen älter sein. So, da bin ich. Huch! Was machen Sie denn hier? Ich war draußen an der Tür. Ich habe doch gerade mit Ihnen geredet. Faszinierend. Ja, und was? Das Licht. War es grün? Ja, es war grün. Exzellent! Hören Sie, ich brauche die Blutwerte, die Dr. Kokoski bei Ihnen angefragt hat. Ja, in der Tat. Wieso verschwenden wir dann unsere Zeit mit diesem Plausch? Folgen Sie mir, ich denke, ich habe Ihre Werte hier irgendwo. Kira, mal ganz viel Liebe an dich. Dankeschön. Freut mich, schön, dass du da bist. Alter, wie lustig der aussieht. Wie geil. Wie süß. Okay. Also ja. Ich denke, hier werden die Dokumente sein, nach denen sie ihn begehrt. Sie haben Ihre Dokumente in einem Blutschrank? Ja, schließlich sind doch die dazugehörigen Proben auch dort. Ich bin ein Freund kurzer Wege, wissen Sie? Ein Tag wird deutlich effizienter, wenn man die Wege zwischen A und B entfernt. Wenn es nach mir geht, habe ich alles an einem Ort. Das spart zusätzliche unnötige Sortierarbeiten. Und Sie werden nun von den Früchten meiner Sorgfalt profitieren. Nun denn... Oh je, oh Schreck. Was ein Missgeschick. Mein Herz macht einen Sprung bei diesem Knall. Mein ganzes System. Lassen Sie mich nur kurz wieder in Ordnung schaffen und dann, das ist im Nu wieder in Ordnung. Oh je. Kann ich Ihnen helfen? Wie meinen?
Sie wollen mir helfen? Das ist mir aber überaus unangenehm. Ach, das passiert. Lassen Sie mal sehen. Moment mal. Was sollen denn diese bunten Deckel auf den Proben? Das, mein Lieber, das ist mein Sortierungssystem. Das sieht kompliziert aus. Ganz im Gegenteil, es ist kinderleicht. Jede Probe hat einen Sticker auf dem Deckel. Dieser besteht aus 4 verschiedenen Farben. Durch den Sturz sind ein paar der Proben herausgefallen, andere haben sich an ihrem Platz gedreht, sodass die Ausrichtung nicht mehr stimmt. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander zeigen. Oh nein, schon wieder ein Minispiel. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander... Oh mein Gott, Chat, mein Hirn. 4 richtig gedrehte Proben ergeben ein einfarbiges Quadrat. Wenn alle Proben richtig gedreht sind, wissen Sie, wo die herausfallenden Proben hingehören. Ganz einfach. Ich habe jetzt schon alles vergessen. Okay, verstanden. Können Sie das nochmal erklären? Ja, geht schon. Sie sind sehr pfiffig. Na, dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung. So ein Unglück. Die Proben sind durcheinander geraten, aber kein Problem. Drehe die Flasche mit LB und RB. Eine Flasche ist richtig gedreht, wenn sich alle 4 Ecken mit gleichfarbigen Ecken von benachbarten Flaschen berühren. Herausgefallene Flaschen kannst du mit A und B bewegen. Oh Gott. Okay, was ist das? Ach du Scheiße. Okay, warte mal, wie kann ich irgendwas drehen? Okay, so kann ich Dinge drehen. Okay, so drehen und mit B. Okay, so kann ich Dinge puzzeln. Okay. Also heißt das, die müssen dann richtig gedreht sein? Oder? Ach du Scheiße, Mann. Also ich kann auf jeden... Warte mal, kann ich alle drehen? Ich muss alle drehen. Das kann ich nicht drehen. Warum kann ich das nicht drehen? Pixel, hab einen wunderschönen Abend, pass auf dich auf. Immer die gegenüberliegenden Ecken gleiche Farbe. Könnte heute der 2-Stunden-Stream werden, glaube ich. Nicht so kompliziert denken. Die müssen so gedreht werden, dass die 4 Ecken die gleichen Farbe haben. Also, praktisch. Warte mal, hier hatte ich eben was, ne? Also, blau, so hier. Blau, grün und hier auch grün, blau oben dann? Nee, das macht aber keinen Sinn, ne? Na, warte mal, so? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Okay, ich glaube, ich denke wirklich zu kompliziert gerade. Ich bin wegen dem Bier hier. Pippi, einen wunderschönen guten Abend. Also ich würde... Also das ist ja der Anfang wahrscheinlich. Oder hier rechts, hier ist auch noch. Grün, aber was... Ich glaube, das ist so eine Sache, wenn ich den einmal gemacht habe, dann geht das. Aber ich verstehe es. Es ist grün, grün. Rot, rot. Aber das wäre falsch. Oder? Orientiere dich an den 4 Eckdingern. Okay, also wir haben blau, grün, rot und gelb. Aber inwiefern orientiere ich mich daran? Die gegenüberliegenden Ecken sollen immer dieselbe Farbe haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, also ich kümmere mich hier gerade hier um dieses, um die 4 hier oben. Also die treffen die jetzt richtig aufeinander? Also hier ist ja grün und rot und hier ist auch grün und rot. Wir brauchen farbige Quadrate. So?
Also man muss sich dann... Naja, verstanden habe ich es aber noch nicht. Okay, die liegen sich gegenüber. Okay, da muss einer rein. Okay, also die sich gegenüber liegen, die müssen immer die gleiche Farbe haben. What the fuck? Brauche ich dann hier ein Rot? Boah, Chatman, sowas macht mein Kopf nicht mit. Ich bin euch da ehrlich, ne? Okay, warte mal. Vielleicht mache ich wirklich erstmal die hier in Ruhe. Diese Ecken. So, das haben wir. Und ich brauche... Wo habe ich denn hingetan? Okay, hier haben wir auch jetzt eins. Ist das denn so richtig? Also, wenn dieses... So ist dann richtig, oder was? Okay, dann haben wir hier unten noch Rot. Okay, Rot muss auf Rot und dann da Rot. Was ich brauche. Okay, das. So, was brauche ich hier? Grün. Okay. Aha, 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 aha. Okay, warum ist das nicht? Warum passt das nicht? Achso, muss das orange sein vielleicht? Ah, das muss orange sein. Und das muss lila sein. Orange. Blau. Okay. Ah. Alter, okay, krass. Holy shit. Sehen Sie? Fantastisch, oder? Mein System ist unfehlbar. Ich bedanke mich für Ihre Mühen. Ich mache mich dann mal wieder an meine Arbeit. Holy shit. Alter. Okay, also da wirklich bei so Denkaufgaben, da, ich weiß nicht warum, ich habe da schon immer übertrieben Probleme mit. Ich musste auch damals, hatte ja das Problem, dass meine Lehrerin so gesagt hat damals, so ich kann ja nichts und dies und das. Und dann musste ich so, mega weird, ich musste so verschiedene Tests machen irgendwie, keine Ahnung. Wegen Lese-Rechtschreibschwäche und keine Ahnung was. Und dann musste ich auch immer solche Tests machen, da kann ich noch dran erinnern. Und ich kam mit so logischen Denken, kam ich gar nicht klar. Okay, Dr. Harley? Was liegt Ihnen denn noch auf dem Herzen, mein Wärter? Die Werte für Dr. Kukowski. Ach, richtig, richtig, Dr. Kukowski. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wissen Sie, ich helfe immer gerne, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Mel, einen wunderschönen guten Abend. Hier, bitte sehr. Mit meinem fehlerfreien System habe ich immer alles zur Hand. Haben Sie viel Freude damit und vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Ich muss mich konzentrieren, wissen Sie? Interessant. Okay, wir haben also jetzt diese Blutergebnisse wahrscheinlich, ne? Debbie, was geht? Hallo, hallo. So. Dann wärst du bei diesen Aufgaben bei mir in der Schule nicht gut. Ja, das sage ich ja gerade, ne? Das sage ich ja gerade. So. Die Organisation vom Maulwurf ist Müll. Echt, der soll einfach ein paar Namen draufschreiben und fertig. Dann weiß man, wo es hingehört. Was für irgendwelche Farben, die irgendwelche Vierecke ergeben müssen und keine Ahnung was. Unnötig. So, hier müssen wir, glaube ich, rein, ne? Die Taube läuft echt dynamisch. Also ich muss sagen, bis jetzt das Spiel toll. Ich mag es, finde diesen Krankenhausalltag, finde ich cool gemacht. Hier sind die Blutwerte, Dr. Kukowski. Und warum hat das so lange gedauert? Ist der Bus zum Labor ausgefallen? Nein, ich musste Dr. Harley bei der Sortierung seiner Proben helfen. Sie mussten ihm also beim Sortieren helfen. Ja, ich. Sehen Sie Dr. Harley hier im dritten, wie er hier die Leute versorgt? Nein, das tun Sie nicht, weil es nicht sein Job ist. Das St. Ursula ist wie ein Uhrwerk. Fällt ein Zahnrad aus, gerät alles ins Stocken.
Machen Sie Feierabend und ruhen Sie sich aus. Vielleicht sind Sie am Morgen etwas fitter. Wir sehen uns morgen früh, pünktlich zur Schichtbeginn. Morgen möchte ich dieselbe Leistung bei den Behandlungen sehen wie heute. Oh nein, Junge, jetzt werde ich auch noch unter Stress gesetzt. Verstanden. Schönen Feierabend, Dr. Kukowski. Tschüss, du Pisser. Leck mich! Lies mal Mindfuls Tipp. Was für ein Tipp? Du kannst fliegen, wenn du... Achso, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Du meinst dieses Hovern? Meinst du das? Okay, so. Chat, wir sind fertig. Wir laufen natürlich die Treppen runter und benutzen nicht den Aufzug, weil wir haben muskulöse Beine und die sollen natürlich auch so bleiben. So. Was haben wir eigentlich hier noch? Ist hier der Ausgang? Naja, so extrem fliegen auch nicht. Nee, man hovert so ein bisschen irgendwie, ne? So. Dieses Patsch-Patsch. So, wieder einen Tag geschafft. Hast du dich wieder eingearbeitet? Du warst zwar nur ein paar Tage krankgeschrieben, aber manchmal verlernt man schnell Dinge. Ich weiß nicht, es lief nicht so gut heute. Zoff mit Dr. Kukowski? Ich glaube, sie mag mich nicht. Ich finde immer, es ist ein Der. Das hat mit dem Mögen nichts zu tun, mein Lieber. Dr. Kukowski verzeiht keine Fehler. Man geht bei ihr durch eine harte Schule. Also streng dich an, Kleiner. Dann wird sie dir auch was beibringen. Das mache ich. Schönen Feierabend, Ingrid. Dir auch. Bis morgen. Yay, wir haben es geschafft, Chat. Erster Arbeitstag. Woo! Ich bin immer so durch die Gegend geflogen. Du hast ja selbst auch Eulenbeine. Du kennst das ja. Ja, Eule, Taube. Ist fast das Gleiche, ne? Die sehen aber so süß aus, ne? So, Chat. Das war ein harter Arbeitstag. Schon wieder dunkel geworden. Wir haben ja Herbst. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hause hier durch diese dunkle Herbstnacht. Warte, wir können wieder mit ihm reden. Du stehst ja immer noch hier. Hast du heute eine Doppelschicht? Halte durch und gönn dir ab und zu eine Kaffeepause. So, und jetzt müssen wir nach Hause spazieren. Gute Nacht, St. Ursula. Bis morgen. Oh, diese Geräusche auch. Ich versuch's gar nicht erst. Der Bus wird nicht kommen. Ob ich ihn jemals wiedersehen werde? Die Atmosphäre ist pure Liebe in dem Spiel. Pure Liebe. Kev, hab einen wunderschönen Abend und pass auf dich auf. Wie vor haben wir eigentlich? Boah, wir haben ja schon wieder 20 nach 12. Scheiße. Und morgen ist ja Montag, ne? Chat, mal ganz viel Liebe an euch alle, die noch gerade da sind. Ich hoffe, euch gefällt der Stream bis hierhin. Und freut mich sehr. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit euch in diesem Spiel. Oh, guck mal, da oben steht ja jemand. Weißt du, ob sich das gut verkauft hat bisher? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, es hat noch nicht so viele Rezensionen bekommen auf Steam. Dieser Abend ist nicht... Warte, dieser Abend ist ja nicht schön. Die warme Luft, die noch ein wenig Sommer in sich trägt. Die goldene Herbstsonne, die sich langsam schlafen legt. Ach. Ich habe das Bedürfnis, etwas Tiefgründiges zu sagen. Ich werde es mir aber lieber verkneifen. Wow, wie süß. Spielst du noch lange? Nein, ich mach nicht mehr so lange. Vielleicht schließen wir jetzt den Tag hier ab. Dann haben wir den ersten Tag im Krankenhaus überlebt. Und dann machen wir morgen in Ruhe weiter. Der komische Wagen steht immer noch hier. Was zur... Immer mit der Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ich sollte lieber gehen. Bro, was? Was war das denn? Lachs, hab einen wunderschönen Abend. Pass auf dich auf. Und Bianca, du natürlich auch. Holy, habe ich mich erschrocken. Ja, da war ich jetzt gerade auch nicht drauf eingestellt. Aber guck mal, hier spaziert auch noch jemand nach Hause. Na, hast du, wir hatten so einen harten Arbeitstag. Ja, schlendern so nach Hause, genau. Das hat nur 349 Zuschauer auf Twitch gerade. Oh mein Gott, ja, und ich glaube, wir sind ein Großteil davon wahrscheinlich, oder? Aber hey, ich meine, wisst ihr halt, was das Coole ist? So, mittlerweile habe ich so eine, ich sag jetzt mal, so eine kleine Reichweite bekommen, dass man kleine Spiele wirklich toll unterstützen kann. Gerade auch, wenn die keine Zuschauer und so haben. Der Brunnen scheint wirklich kaputt zu sein. Oder wird er vielleicht einfach abgeschaltet, wenn es auf den Winter zugeht? Ich hoffe, du verdurstest da oben nicht. Das ist ja mega underrated, absolut. Und Owen sagt auch gerade, dass die Bewertungen wohl nicht so gut waren, was schade ist. Oh, wen haben wir hier? Was willst du denn, Pimpf? Kann ich mir hier nicht mal in Ruhe eine quarzen? Ich kenne dich doch.
Du bist doch aus dieser Krankenhausbande. Du bist doch auch ein Kumpel von dem kleinen Wichtigtour. Meinen Sie Karl? Ja, genau der. Der soll sich bloß von mir fernhalten. Sag ihm das. What the fuck? Endlich Feierabend, wie? Ja, endlich. Sie sind ja auch noch hier. Noch? Ich bitte Sie. Ich bin wieder hier, hatte einen ereignisreichen Tag. Und gehen Sie jetzt das Tanzbein schwingen? Nein, heute nicht. Ich bin zu platt. Was höre ich da? Sie können nicht mehr. Sie sollten die Chance ergreifen. Glauben Sie mir, früher war ich ein flotter Besen, ein richtiger Backfisch. Ich lege immer noch eine flotte Sohle aufs Parkett. Wenn ich und die Platte richtig aufgelegt sind, dann wackeln die Giebel, dann das können Sie mir glauben. Mit meinen eigenen Händen habe ich noch die Bürgersteige hochgeklappt. Das traue ich Ihnen wirklich zu. Aber heute muss ich passen. Frühschicht, Sie verstehen? Ja, ja. Aber ich sage Ihnen, hätte ich so viel geschlafen, wäre ich heute älter. Es beschäftigt sich ja auch mit einem kritischen Thema, Gesundheitssystem. Worauf war das bezogen, mein Freund? Dass es underrated ist, oder? Weil eigentlich, also ich sehe Gronkh hier. Vor allem Gronkh kann immer so toll die Stimmen verstellen und so. Ich sehe eigentlich Gronkh auch in so einem Spiel. Oder gerade in dem Spiel. In den Flyern, die ich beim Einzug bekommen habe, steht, dass Leute wegen der guten Luft nach Porcupine kommen. Dass man Körper und Geist neue Energie verleihen kann. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Aber scheinbar ist Porcupine und gerade der Perlnebelwald ein beliebter Reiseort, besonders für Leute mit Asthma oder Burnout. Ich bin zum Glück bisher von beidem verschont geblieben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Finlay früher oder später einen Burnout bekommt. Tamarif, hab einen wunderschönen Abend. Ich schaue keinen Gronkh, der hat schon genug Zuschauer. Ja, Gronkh hat sehr viele Zuschauer. Aber ich meine halt, es wäre halt super für Gronkh, ne? Weil er würde damit das Studio natürlich total unterstützen. Das Game wäre gut, wenn es viele spielen, um das mal aufzuzeigen, wie es läuft im Gesundheitssystem. Das ist die Frage, ob das was bringt. Aber ich gönne es dem Entwicklerstudio auf jeden Fall, dass sie hiermit großen Erfolg haben. Also ich weiß ja nicht, was noch im Laufe des Spiels passiert. Ich will mich da jetzt natürlich auch nicht spoilern. Aber ich freue mich unfassbar auf das Spiel. Ja, ich habe so lange darauf gewartet, endlich mit euch das Spiel zu spielen. Und ich werde das richtig genießen. Ich werde richtig gemütlich alles vorlesen und so. Und ja, wir gucken uns das einfach gemeinsam an. Das werden, glaube ich, ein paar schöne, gemütliche Abende. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. Ab ins Bett, ich will morgen fit sein, ich will noch ein bisschen Luft schnappen. Warte, ich will noch kurz ein bisschen Luft schnappen. Okay, hier mal kurz gucken. 82% sehr positive Bewertung. 82%? Okay. Ja, ist natürlich super eigentlich, aber müsste ich mir... Wie gesagt, ich will mich nicht spoilern halt. Ich muss irgendwann mal die Reviews lesen, dann, wenn ich weit genug bin. Danke, dass du heute gestreamt hast. Sehr gerne. Nee, hier waren wir ja schon. Okay, Chat, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Bett. Dann beenden wir den Stream für heute, weil das dann wirklich super passt auch, zeitlich. Und dann machen wir hier einfach weiter. Morgen Abend, wenn ich live bin. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. So, ab ins Bett, ich will morgen fit sein. Gute Nacht, Welt. Schlaf gut, be mindful, pass auf dich auf. Holy shit, war das laut. Jetzt schläft das sogar, wie süß. Oh, Guten Morgen. Oh, ich bin fit. Ich hab Bock. Ich kann alles schaffen. Mir gehört die Welt. Sowas würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Typ wäre, der sich morgens im Spiegel selbst anfeuert. Zum Glück bin ich nicht so ein Typ. Und zum Glück habe ich keinen Spiegel. Das wäre für alle Beteiligten unangenehm. Aber immerhin bin ich heute mal pünktlich aus dem Bett gekommen. Das ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg. Und das fiese Pflaster bin ich auch los. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium habe ich endlich gelernt, ein Pflaster zu entfernen, ohne dass es wehtut. Vielleicht habe ich es ja doch drauf. Okay, Chat. Das war sehr laut, das Geräusch. ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wir werden, wahrscheinlich morgen Abend, wenn ich dann live bin, werden wir das Abenteuer weiterspielen und werden sehen, wie der zweite Tag denn im Krankenhaus abläuft. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Story hier weitergeht an der Stelle. Welche Podcast-Folge kann man sich von dir gut zum Schlafen reinziehen, zum Runterkommen?
Das musst du meinen Chat fragen, das weiß ich nicht. Sind die nicht eigentlich alle gleich, würde ich sagen? Also die sind ja eigentlich alle gleich aufgebaut, oder? Also deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, jede dann, denke ich mal. Okay, Chat. Spiel beenden. Bitte stürzt nicht ab, PC. Ich hoffe, es hat gespeichert. Hey, wie geil. Ach, jetzt ist das Hauptmenü auch... Das war aber eben nicht, ne? Ist das cool. Übel nice. Sehr, sehr nice. Spielst du den Song als Outro? Wir werden... nee, nicht den. Der ist zu actionlastig. Wir nehmen den ruhigen. Wir nehmen den ruhigen. Also, Chats. Den nehmen wir. Der ist perfekt als Outro. Toni, Mann, danke schön für dein Follow. Der ist perfekt. Chat, ich hoffe, euch hat die erste Folge Fall of Porcupine gefallen. Ich hoffe, ihr habt den Stream genossen. Ich hoffe, ihr mochtet die verschiedenen Stimmchen. Ich habe mir Mühe gegeben und wir sehen uns dann hoffentlich morgen oder die Tage wieder, wenn wir weiterspielen. Und es wieder heißt, wir kämpfen uns durch die Krankenhäuser durch. So, Chat, wisst ihr was? Für den Abschluss heute chillen wir uns noch ein bisschen zu Finlay auf die Bank. Ich wünsche euch was, Chat. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich freue mich sehr. Meine Stimme ist auch jetzt echt am Arsch wegen ganzen verschiedenen Stimmen. Ich freue mich aufs nächste Mal, Chat. So, wir chillen uns jetzt noch ein bisschen zu Finlay. Auch wenn das der Anfangsstream ist für Es geht gleich los, chillen wir uns noch einen kurzen Augenblick zu Finlay auf die Bank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr werdet einen guten Start haben in die Woche. Ich werde jetzt, glaube ich, noch was Leckeres essen und mich dann auch ins Bettchen legen. Ach, scheiße, und ich muss Nvidia anschreiben, fällt mir gerade auf. Shit, ich muss Nvidia anschreiben. Eieiei. Ich danke euch von Herzen, Chat. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns. Bis ganz bald. Guck mal, wie gemütlich da Finlay und Mulm zusammen sitzen und den Sonnenuntergang anschauen. Ein weiterer Tag neigt sich dem Ende entgegen. Lasst euch gut gehen, Chat. Euer Yoshi, Dankeschön für eure Zeit, für den ganzen Support heute. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Dankeschön. Wirklich, danke für alles. Kommt von Herzen. Ich werde jetzt sofort hier raus ein VOD-Dings machen, sodass ihr das Let's Play nachgucken könnt. Und wir sehen uns. Dankeschön.